Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir sind im Institut, haben die Streithähne da drinnen etwas beruhigen können und haben angefangen, hier uns über das Biowissenschaftsterminal herzumachen. Also, dann machen wir doch gleich weiter, oder? So, wir haben Entwicklung. Warte mal kurz. Das hatten wir schon, ne? Good Warwick Initiative. Das werden wir gleich machen, ne? Leitbilderkrankung. Haben wir das? Ich glaube, hier geht's weiter, ne? Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Gut. Die Good Warwick. So, ne? Die Good Warwick Initiative? Ja. Ich glaube so, ne? Passt schon. Sollte Tests von genetisch veränderten Forschungsobjekten im einzigartigen Klima des Commonwealth erleichtern. So sollte die Wirkung von niederer Strahlung auf das Wachstum und die Entwicklung auf die Objekte untersucht werden. Die gesamte Abteilung Biowissenschaft vertritt die folgende Hypothese. Durch die richtige Menge an Umgebungsstrahlung und Boden mit dem richtigen pH-Wert, wie der etwa um das Good Warwick zu finden ist, werden unsere veränderten Samen schneller wachsen und die doppelte Größe erreichen. Na prima. Ob das so gescheit ist? Doppelte Größe muss vielleicht nicht sein, aber wenn wir wieder eine schöne Bepflanzung hätten da draußen, wäre es sehr schön. Huch, vergessen zu lesen. So, Projektumsetzung haben wir als nächstes. Stufe 1. Durch genetische Veränderung werden wir eine neue Sorte von Cucurbit Aceae erschaffen. Das ist, glaube ich, lateinisch, ne? Die ähnliche Eigenschaft wie die Sorte hat, die im Commonwealth angebaut wird. So. Stufe 2. Aufnahme von Roger Warwick, dem Patriarchen des Good Warwick, und anschließendes intensives Verhör, um an alle Informationen über sein Leben und seine Familie zu kommen. Prima. Stufe 3. Mit den Informationen aus Stufe 2 wird ein Synth-Doppelgänger von Roger Warwick erschaffen und direkt auf dem Gut eingebettet, sodass die Einheit die Operation direkt überwachen kann. Das SEP wird die Logistik für diesen Teil der Initiative übernehmen. Stufe 4. Beginn der Lieferung von Prototypsamen zur Aussaat. Stufe 5. Beobachtungstaten der eingebetteten Einheit werden abgeholt. Stufe 6. Wurden ausreichend Daten gesammelt, werden die Synth-Einheit und alle Samen für weitere Forschungen zurückgeführt. Sämtliche Spuren der Initiative an der Oberfläche werden vernichtet. Großartig. Hoppala. Na, warte, halt. Entschuldigung. Langsam. So. Weiter. So, da war noch was. Entwicklung ZSI Phase 2. War da noch was? Nö, oder? Halt! Ah! Er schafft Zeiten. Na, das passt schon so. Da war noch was, ne? Statusberichte. Was haben wir denn da? Ja. Okay, das sind wirklich nur Statusberichte von den einzelnen Proben, ne? Bereit für den Transport, Lieferung abgeschlossen, erhalten, Lieferung, bla 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 bla. Okay, das ist nicht so interessant, glaube ich. Bericht über abernanntes Verhalten. Was? Aberrantes Verhalten. Entschuldigung. Direktor Holdren. Hier sind die Einzelheiten, die Sie zum aberranten Verhalten der Gorillas angefordert haben. Insgesamt wurden 16 Vorfälle erhöhter Aggression dokumentiert. Biowissenschaftsmitarbeiter, ich eingeschlossen, die diese Vorfälle beobachtet haben, wurden die zur Show gestellten Aggressionen als extrem und gefährlich eingestuft. Einstufen, so, ohne das G. So. Insgesamt wurden 6 Tierpfleger durch Gorilla-Angriffe zerstört. Au.
Hinsichtlich des Auslösers dieser Verhaltensveränderung nehme ich an, dass es sich um eine Reaktion auf subjektiv empfundene Konflikte handelt. Mehrere Angriffe folgten auf lautstarke Streitgespräche in Hörweite des Geheges. Ein weiterer Vorfall trat kurz nach der letzten SEP-Sicherheitskontrolle auf. Es scheint eindeutig ein Fehler im Verhaltensmodell vorzuliegen. Ich bezweifle, dass dieser behoben werden kann. Ich weiß, dass Sie dagegen sind, aber meiner Meinung nach müssen wir die Gorillas vernichten. Boah, wie gemein. Sollte dies nicht möglich sein, empfehle ich, dass sämtlicher Kontakt mit den Gorillas auf Synth-Einheit beschränkt wird. Wir sollten unterbinden, dass Biowissenschaftsmitarbeitern mit ihnen in Kontakt kommen. Das Risiko ist einfach zu groß. Kalin. Curlin? Kalin? Irgendwie? Warte mal, noch was? Entschuldigung. Da. Zugriffsprotokoll anzeigen. Lokal bla bla bla. Das ist, ja, das ist wieder so ein Geschichtel, ne? Ja, nichts Besonderes. Also keine Geschichte oder so. Ja. So, die nächste Sache ist, wie komme ich hier wieder raus? Dab, dab, dab. Dab, dab, dab. Wir nehmen gleich alles mit hier. Die haben sich irgendwo ein Lager, wo sie Neues kriegen. Jawohl. Dab, 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 dab. Der Rekorder, den nehmen wir auch mit. So, spinnt es noch was vielleicht? Jawohl. Halt, war da alles? Ja. Sehr gut. Da haben wir auch noch was. So. Gut. Ja, was? Stuhl? Da, Schrank, nix. Boah. So, wo gehen wir denn hier hin? Keine Ahnung, aber das schaut irgendwie alt aus. Sehr alt. Eine Silbergabel. Das schaut richtig alt aus. Schrottpatrönchen. Das ist abgeschalten vielleicht? Ich glaube ja, ne? Mhm. Okay. Dann glaube ich, geht's hier nicht weiter. Hier vielleicht? Hallo! Grüß euch. Ich muss. Alle Funktionen normal. Das ist schön. Schaut irgendwie immer aus wie bei Star Wars. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ah, ich muss es mir nochmal anschauen. So was von cool. Sind jetzt nur zwei? Waren nicht vor drei? Letztes Mal? Haben sie etwa einen schon kaputt gehauen? Oh, ne? Schöner Popo. Ein Silberrücken nehme ich mal an. Ah, die schauen irgendwie gleich aus. Ja, zwei Silberrücken in einem Gehege ist natürlich klar, dass da Streitereien rauskommen, ne? Das ist nicht so gescheit, wenn die Gorilla verhalten haben. Revier und so, ne? Die armen Gorillas können nicht mehr klettern. Na, servus du. Hoffentlich brechen die nicht mal aus, dann hauen sie mich weg. Ja. Was? So, wo sind jetzt die Herrschaften? Ist eigentlich rausgegangen, so wie wir jetzt gerade tun. Wir tun das. Jo, weil wir das tun können. So. Yeah. So, alles wird in Ordnung. Zugegeben, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Okay. Aber ich habe dich eindeutig unterschätzt. Ja, schaut's aus. Das Schlimmste befürchtet, dran gewöhnt. Der Vernunft gefolgt. Du hast versagt. Boah, echt freundlich. Das Schlimmste befürchtet? Wie meinst denn du das? Meinst du mit das Schlimmste befürchtet? Ich wollte einfach nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Es gibt noch eines, worüber wir reden müssen. Natürlich müssen disziplinarische Maßnahmen getroffen werden. Aber wie die genau aussehen, bleibt dir überlassen. Sie rauswerfen. Sie exekutieren? Keine Bestrafung. Sie sind auf Bewährung. Keine Bestrafung. Sie sind ja wieder normal im Schädel. Warum soll man die jetzt bestrafen? Ich meine, es ist klar. Das ist ja nur selbstverständlich. Die wurden ausgeschlossen aus ihrer Beurteilung uns gegenüber. Das war sittenwidrig eigentlich. Da gibt es keine Bestrafung. Es gibt keinen Grund, die Sache in die Länge zu ziehen.
Ich glaube, Sie haben Ihre Lektion gelernt. Dein Mitgefühl und Verständnis sprechen für dich. Ich nehme das Holoband wieder an mich. Ich wollte dir aus ganz persönlicher Dankbarkeit auch etwas anbieten. Ich weiß, dass deine Arbeit dich oft an die Oberfläche führt, wo es wenig Vorräte gibt. Ich habe daher diese Dinge hier für dich gesammelt. Du kannst sie bestimmt gebrauchen. Mal danke. Das ist aber nett. Na, wieso soll man die jetzt bestrafen oder sogar exekutieren? Na, wieso? Sie haben es eingesehen, sie wollen mir eine Chance geben und ja, die Chance würde dann ausschauen, die gleich mal umzubringen oder was? Wie geht denn das mit dem Wasser? Ich denke mal hier durch die kleinen Dingens da fließt permanent Wasser durch eine Pumpe oder was, hä? Es schaut echt cool aus. Also der Bereich hier mit den Bäumchen und der Wiese gefällt mir am besten. Echt. Vor allem hier der Weg. Boah, ey. Wenn ich mal Millionärin bin, ja? Wenn ich Millionärin bin und durch die ganzen Spenden, die ich so dann tätigen werde, ein paar Euro über habe, oder welche Währung wir dann haben werden, will ich auch so eine Treppe haben. Im Haus. Ja. Wenn du da rauf gehst, voll entspannt. Ah. Wenn du da oben bist, ich muss aufs Klo. Verstehst? Ja. Dann kann man am Klo gleich entspannt weiterdenken, verstehst? Warum kann ein Sünd nicht auch eine Person sein? Ich sehe da keinen Unterschied. Vater ist mehr als nur unser Anführer. Er ist unser Schöpfer. Jo, hey du da, Blondie. Da gibt's eine Insel, die nennt sich Far Harbor. Ja. Ein Ort davon. Und dann gibt es dort noch einen Ort, der heißt Arcadia. Wenn du dort hingehst, als Sünd, ne, wirst du dort herzlichst empfangen. Ich hoffe, du hast alles, was du brauchst. Falls nicht, dann lass es mich wissen. Der stalkt mich da. Wo kommst denn du jetzt her? War denn gerade... Ja, wir haben alles. Danke. Neue Quest wäre gescheit, ne? Nicht herumschimmeln, sondern was machen. So. So, haben wir da Sonstiges. Hilf bei der Verteidigung von Grey Garden. Ja, aber Herrschaftszeiten, da waren wir doch. Dann halt nochmal. Ne? Normal müssten wir uns von hier jederzeit wegbohren dürfen. Dann halt nochmal. Ich habe jetzt aber wahrscheinlich blöderweise nicht genügend Schrottgeschichten mit, um irgendwas Schutzmaßnahmen technisch aufbauen zu können. Irgendeine Schießanlage oder so. Oh oh. Das könnte ein Problem werden. Vielleicht haben die Angreifer irgendwas für uns. Ja. Waffen oder so, die wir kaputt machen können. Um, boah. Alter, geht's echt schon rum. Du Gunner-Krüppel. Boah, hoppala. Der hat gesessen. Was? Der geht nicht? Wer ist noch? Wer ist noch? Na, nix, Mr. Handy. Ist jetzt Ruhe? Ja, ist Ruhe. Wenn du handeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Ah, du bist unendlich. So, Entschuldigung. Was? Patrönchen, Pistole. Ich hau jetzt, ich mach jetzt was kaputt, ne? Nicht wundern. Jo, Edda. Sie schaut so cool aus, oder? Sie schaut so cool aus. Mir taugt's voll. Was? Continuous. Ach so, ja, natürlich. So. Russische Eier. Was? Was? So, ich will das... Ich nehme das nur mal kurz mit, weil... Hanisch, Sonnenbrille. Das nehme ich... Ich nehme gleich alles mit. Ich werde es gleich kaputt machen. Kaputt hauen, wollte ich sagen. Ah, im Gewächshaus hier ist so schön. Mei, das erinnert mich an alte Zeiten. Ein bisschen halt. An schönere alte Zeiten. So. Ich muss das weghauen, ne? Inventar. Waffenmäßig. Ich muss die ablegen, um sie zerstören zu können, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel, aber ich glaube, das darf ich auch noch weghauen. Und bei der Kleidung dasselbe in grün. Da kann ich nämlich auch noch ein bisschen was rausschlagen, glaube ich. Ja. Bei mir geht alles nur mit Gewalt, das müsst ihr schon wissen.
So, und das kann ich jetzt normalerweise, wenn ich jetzt im Baumenü bin, warte kurz, verarbeiten. Ja, das geht schon mal. Jo. Das geht nicht. Okay. Das wird gelagert. Aber du normalerweise? Ja, der Skillpunkt hatte ich schon bezahlt gemacht, meine Lieben. Bis auf die Kleidungsstücke setzen, das ist etwas mager. So, die Sonnenbrille. Noch eine Brille. Gehst du auch? Na, dann kommst du wieder rein. Warum auch immer. So. Ich glaube, wir haben alles, ne? Schön, was ist denn das? Eine Artillerie! Aber jetzt nicht im Ernst. Da kann man eine Artillerie herbauen. Ne, echt. Also wenn wir das Öl hätten und den Beton, soll ich den schnell holen gehen? Halt, da können wir auch was. Was hat man denn da? Verwerten? Da haben wir halt nur Holz, ne? Stahl? Der Schrott geht leider nicht. Oh, hier Beton vielleicht. Beton. Öl wäre noch nicht schlecht, wenn wir noch irgendwo ein bisschen Öl auftreiben könnten. Ich meine, das ist Gummi, ne? Ja, klar. Warte mal, ich mache jetzt eine Mini-Baufolge. Entschuldigung. Ich freue mich auch schon aufs Bauen, ey. Wenn ich an die Vault denke, wird mir einerseits... Wow, ein bisschen... Puh, wo fange ich an? Aber andererseits... Hippie! Jetzt kann weitergehen. Boah, auf das freue ich mich auch schon. Wirklich, wirklich, wirklich. Da freue ich mich drauf. So, Edda, hast du Öl gefunden? Stahl, alles Stahl. Mist. Ah, den Zaun will ich stehen lassen, ehrlich gesagt. Öl, wir brauchen Öl. Ja, Asbest. Asbest. Das ist ein kaputter Mr. Handy. Och Mann. Der Arme. Also Stahl und Holz kann man echt viel kriegen, ne? Öl. Ich muss den Treibstoff leider. Und so. Ich brauche Öl gerade. Tut mir sehr leid. Wow. Yeah, die Artillerie geht schon. Geilo, wo stellen wir die auf? Ich wäre dafür, dass man die... Ha. Ha. Irgendwie hier so. Also da. Oder hier. Warte kurz. Hier vielleicht, auf dem Holzding. Zuerst müssen wir das hier mal verwerten tun. So. Ich glaube, das geht schon mal so, ne? Alter, eine Artillerie. Wusch, bum, 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 ne? Alter. So, warte. Hier so wäre sie schön, oder? Hier auf dem Hügel schön. Alter. So vielleicht? Hm? Ich glaube. Und dann müssen wir hier jemanden noch einteilen. Von euch Burschen. Ich brauchte jetzt gerade mal jemanden. Aufseher. Hm. Nehmen wir dich, Herr Handy. So, ich hoffe, der kann den bedienen. Huch, da ist irgendwer zu Staub zerfallen. So, geht das? Ich glaube, das... Ja, hat hingehauen. Super. Das Coole bei Robotern ist, die brauchen scheinbar keine Energie. Jawohl. Das klappt echt supi. Passt. Können wir das Baumenü schon verlassen? Jetzt müssten die normal genug geschützt sein. Normal müsste das Teil... Ich hoffe, dass das auch so klappt, dass es hier rüberfliegen kann. Vielleicht soll ich es nochmal kurz versetzen. Ich hoffe, das schießt nicht alles weg. Ich hoffe, das Gerät kann Freund von Feind unterscheiden. Und ich hoffe, dass das so auch gut klappt. So. Dann kann es darüber ballern und hoffentlich auch darunter. Werden wir dann. Wir werden es erleben, denke ich mal. So. Nächstes. Next one. Tarten. Sonstiges. Berichte werden wir nicht machen. Na, das lasse ich auch weg. Die Dokumente brauchen wir auch nicht. Gut, das heißt, das bleibt mal weg. Metzgerrechnung, das können wir mal machen. Wo wäre denn dieser tote Briefkasten?
Da oben ist auch was zum Entdecken. Schau mal. Ey, das passt. Wenn wir da sind, boah, das war zum Hatschen. Dann würde ich sagen, wir porten uns mal hier hin, laufen das Stückele rauf und dann können wir oben das Dingens erkunden. Vielleicht gibt es neue Quests. Oder wir machen einfach mal die alten Stur fertig und schauen, was die Minutemans noch für uns haben. Jo, vielleicht so. Weil meistens führt durch die Minutemans eh das eine quasi zum anderen. Jo. Lade, 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 lade. Du schaffst das, lade. Jawohl. Was? Oh, Plünderer. Den hat's umgebracht. Den hat's umgebracht. Was? Edda, nicht kaputt. Und aus die Maus. Also die Edda, ne? Hat sie Grinsen gesehen? Gesehen? Genau, gesehen. Grinsen gesehen. So wollte ich sagen. Grinsen gesehen. Ah ja. So. Wir müssen darüber. Ich lade mal wieder ein bisschen nach. So. Was haben wir da? Das schaut aus, als wenn da wer was drauf gemalt hätte auf das Auto. Da ist so der Lack am runterfaulen und schimmeln. Dab, 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 dab. So. Oh, Ruck. Nanu, nicht lecken, schön brav sein. Oh, da ist ein Lager. Ah, da waren wir gar schon. Oh, ja, am Tag schaut das anders aus. Ja, ich weiß schon wieder, wo wir sind. Hier haben wir zum ersten Mal unsere liebe Edda getroffen. Ja, ja. So war das. Mein Erinner mich ist schon wieder da. Was haben wir da? Watts, Haushaltselektronik. Aha. Naja, bei der Gelegenheit könnte ich vielleicht eine neue Waschmaschine gebrauchen, aber... ja. Augusta-Meldung. H-Klammer 3. Überprüfe den Status des Unterschlupfs Augusta. Halt, nicht lecken. So, Augusta. Der ist hier. Eventuell hierher borden. Nicht zum Institut, sondern quasi vor der Haustüre, wenn das so klappt. Bist du ein hübscher Sünd? Boah, ey. Wenn du mir in der Nacht begegnest, krieg ich einen Herzinfarkt. Ja, du könntest... Vielleicht ist es ja... Vielleicht soll das Modell ja für künftige Horrorfilme gedacht und funktionieren tun. Ja, gedacht sein und funktionieren tun. So. Könnte doch passen. Vielleicht auch für einen Actionfilm wie beim Terminator. Vielleicht ist das das Proto-Modell. Könnte sein, oder? So. Dahinter. Das heißt, links oder rechts? Ah, wir gehen einfach darüber. Hurra! Oder rein? Warte, stopp. Müssen wir da etwas sogar rein? Na, das ist ja dahinter. So, das glaube ich jetzt nicht. Da muss da herüben drüben. Irgendwo. Der Eingang sein. Da gibt es sowieso ein paar Gebäude, die wir noch gar nicht entdeckt haben tun. Das wird sicher lustig. College, Rechtsbüro. Ja, wer ballert denn da? Ein Raiderlein. Ja, schau mal. Und mit Rückenmassage. So. Aber gerne doch, meine Gute. Meine gute Edda.
Da drüben ist auch ein Haus. Ich will das nur erkunden tun. Huch. Da irgendwie. Cambridge College Dinner. Okay. Ich glaube, da ist noch was. Weiter weg, oder? Ist das zu weit weg? Hi, Rika! Sind wir schon da? Ich denke nicht. Ja, vielleicht soll ich da auch nicht unbedingt noch hin. Erst später. Um eine unnötige Zeit zu sparen. Also nicht zu verdrödeln, so muss ich sagen. Ein Bild. Wow! Hallo! Also so geht das nicht, ha? Tschüssi! Dabei hatte der Ghoul so ein schönes Kleid an. Hä? Schau, wo kommen die jetzt bitte alle her? Ich sehe gar nicht. Ah! Okay. Das ist ein Friedhof. Ach so. Wow. Au! Guck mal. Hui! Ja, toll. Jetzt kommt das Ungeziefer auch noch. Danke, Edda. Das Umbauen hat sich schon voll bezahlt gemacht. Aber, ja, ich muss ihn nochmal anschauen. Schaut sie nicht cool aus, bitte, meine Lieben. Finde ich zum Schreien, im positiven Sinne. Da ist noch irgendwer. Irgendwas ist, glaube ich, aufgestanden. Zumindest hat sich so angehört. Na. So, die Ghule hier haben bestimmt noch irgendwas für uns. Jo. Ist gut. Na, Edda, alles klar? Was, sie schaut so cool aus. Aber leider kann ich hier keinen schöneren Anstrich verpassen. Sie schaut etwas mitgenommen aus. Das bleibt leider so. Das tut mir ein bisschen weh in der Seele. Das hat sie nicht verdient. Also ganz ehrlich, manche Leute haben echt irgendwie ein Problem mit Dekorationen. Es ist ja gar nicht Halloween. Naja. Was soll man machen? Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Oh, wie fein. So soll es sein. Da müssen wir rein. La la la. Rabdita Licht. Wirklich? Ist das so richtig? Es tut richtig ausschauen. Ist wirklich der Ort, den wir erkunden sollen? Oh. Sollte passen. Dann würde ich sagen, wir heben alles auf. Ui, ein Kronkorkenvorrat. Katsching, katsching. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir Millionäre. Boah. Wo wir gerade bei Kronkorken sind, ne? Da man ja wirklich nicht sagen kann, ob unserer Welt nicht auch so eine fürchterliche Katastrophe wie hier zuteil wird und es vielleicht doch den einen oder anderen Menschen geben könnte, der das Ganze überlebt. Wer weiß, vielleicht sollten wir uns irgendwie die Kronkorken, die wir beim Öffnen von diversen Getränken da übrig bleiben und uns aneignen und erwerben. Vielleicht sollten wir die wirklich in eine Schachtel tun oder in eine Kiste und die einfach für unsere Nachfahren verwahren. Einfach so. Nur vielleicht zeigt sie besser nicht euren Enkelkindern, die könnten eventuell glauben, dass ihr einen Schaden habt. Aber naja, ansonsten verweist einfach auf Fallout 4 und sagt einfach, ja, ist für später, vielleicht, man weiß ja nie, ne? Das, oder noch geiler. So, es kommt der Tag, ne, wo ihr vielleicht euch Gedanken um das Erbe macht, ne, und schreibt eben euer Testament und stellt ihr mal vor, ihr vererbt einen eurer Kinder oder eurer Verwandten oder Freunde oder Menschen des Vertrauens eine Kiste voll Kronkorken. So als Gag zusätzlich. Das hat sicher noch nicht gegeben, denke ich mal.
Außer, gibt es vielleicht berühmte Kronkorken-Sammlungen? Hey, hallo, was ist denn das jetzt? Ich baller die weg. Edda, mach das weg. Wie liegt denn das jetzt so kacke da? Hiya! Gut, dann muss es hier einen anderen Eingang geben. Edda, bitte, nur mal kurz. Puh, ja, hier. Das kann man entsperren. Da hinten brennt's. Ist wahrscheinlich die Zentralheizung hier. Ich meine, ist es ja Winter, es wird ja kalt. Hallo, hallo. Redet man so mit mir? Na, ich bin der Overboss. Du hast so mit mir nicht zu reden, du Sackelpicker. Wer ist denn da noch? Unverschämtes Bagage. Ja. Ich will dir auch keinen Teufel geben. Schau mal, geköpft und angezündet. Au. Au. Aha, da oben. Das hast du jetzt davon. Hey, was soll der Scheiß? Das Jet wird dich nervös machen. Sie hatte recht. Das Jet wird dich nervös machen. Ja, genau. Wah, da ist Gasflasche. Gasflasche, wenn angeschossen ist, nichts gut. Komm her! Du Sau! Ach schau, da ist ja noch jemand. Hallo! Wo ist denn der jetzt hin? Hallo! Da! Gäumchen! Fall bitte runter, wenn das möglich wäre, damit ich dich leichter looten kann. Och man. Nicht mal den Gefallen kann er mir erweisen. Dieser komische Kerl. Naja, dann muss eben Mami selber das machen. Jawohl. Was haben wir da? Irgendwas Medizinisches? Keine Ahnung. Zu schnell gedrückt. Zu schnell gedrückt. Was haben wir da? Buchrückgabeterminal. Im Ernst? Aha. Willkommen bei so und so. Überfällige Bücher zurückgeben? Echt? Wir haben ein paar. Für jedes zurückgegebene Buch werden Ihnen 5 Buchrückgabemarken gutgeschrieben. Die Marken können Sie verwenden, um Preise aus dieser Maschine zu erhalten. Möchten Sie Ihre gesamten überfälligen Bücher zurückgeben? Jo, bitte. Wir haben 85 Marken ausgeben. Schauen wir mal. Hier können Sie Preise für die bla bla bla. Basketball kostet 4 Marken, 2 verbleibend. Jengels, der Mondaffe, Sammler, Baseball, Kreide, Zollstock, Kreide. Sammler, Baseball wäre nicht schlecht, oder? So. Und können wir noch was? Zollstock, Kreide, Jengels vielleicht. Ist das so ein Sammelding? Ich habe keine Ahnung. Jo, bitte. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich lasse das mal. Cool, das muss ich mir merken. So, wir sind jetzt da beim Krankenhaus Kendall. Warte, das schreibe ich mir kurz mal auf. Krankenhaus Kendall in der Nähe vom Institut. In der Nähe des Institutes überfällige Bücher. Fällige Bücher. So. Bast. Aufgeschreibt. Hoppala. Weil, das werde ich mir, glaube ich, niemals merken. So, das Gewehrl nehmen wir auch mit. Da sind ein paar Schwammis. Schwammis. Da ist ja noch wer. Du solltest vielleicht nicht auf die Edda ballern. Das ist für dich äußerst ungesund, komische. Ja, ab mit dir ins Feuer. Brenn mal eine Runde. So.
Medizinischer Flüssigstoffspender. Ja, ganz wichtig. So. Ein Klo. Ein Pott. Terminal benutzen. Für. Ah, die Protektronsteuerung. Die kann mit Buckel rutschen nicht. Das ist ja wieder. Ah, das ist mir. Die brauchen wir nicht. Na, das. Noch ein Roboter, der uns die Erfahrungspunkte stibitzt. Na, na, wirklich nicht. Na, wirklich nicht. So. Telefon. Ein Stiftelein. Ein Ordner. Ein Safe. Nein. Ja. Wie schön. Ja, wie schön. Mua. Ah. Ah. Bravo. Was haben wir da? Eine schöne Vase. Noch eine Vase. Ein Bärli. Zwei Bärlis. Einkaufskorb. Na, hat gerade so ausgeschaut. La. Ui, Vorkriegsgeld und Kronkorkis. Schön. Ein paar Bierflaschen. So. Hm, eine 9mm, 9mm, genau, Entschuldigung, 10mm. Eine 10mm Pistole. So. Jo. La, la, la. Huch. Na, meine Große. Ah, so lustig. So, kaputte Lampe. Da in dem Eck sind wir jetzt gleich mal fertig, oder? So wie es ausschaut. Da haben wir noch ein Bierli und eine paar Schachtel Zigarettis. Da, Schlosserhammer. Abgenutzt so und so. Ein Stiftelein, ein Globuslein. Überfälliges Buch. Schau, können wir schon wieder abgeben. Vorschlaghammer. Sehr klasse. Kann man immer brauchen. Vor allem zum Band einreißen, so wie hier. Hä? War da was? Ordner. Viel Graffel, ne? Wieder mal. Ah, der Raum ist es. Okay. Dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Ein Safe ist da nicht versteckt. Nein. Dann würde ich sagen, hier lang. Na du? Ach, nehmen wir das Gumpert mit. Edda kann sie schleppen. Wobei es sinnlos ist. Es ist ja... Ja. Es ist ja sinnlos eigentlich. So. Dann hier haben wir auch noch was. So. Ich glaube, wir sind hier dann mal fertig, ne? Jetzt müssen wir irgendwie in den nächsten Stock raufkommen tun. Nur wie? Wo kommen die Gradler hier rauf? Da. Ist da ein Ticket? Nö. Das schaut so komisch aus. Da, 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 da. Da haben wir auch nochmal so ein Flüssigdingens-Spender-Dingens. Schicke Haarbürste. Kann man immer brauchen. Ja. So. Hallo. Ich schaue nie, ob da Fallen sind, ne? Aber theoretisch können hier keine sein, weil die Raider sich sonst selber wegsprengen würden. Was ja zu unserer Belustigung auch schon mal passiert ist. Ja, Edda, du musst aber unten bleiben. Macht ja nichts, oder? Bist hoffentlich nicht traurig. Oh. Ja, ist schon soweit, ne? Überladen. Alter, wen haben sie denn da entsorgt? Railroad Agent. Oha. Einige davon. Gleich mal entsorgt, ne? So, jetzt wäre es echt cool, wenn Edda hier rauf könnte. Vielleicht hat sie hier drin Platz. Sie bordet sich nochmal eh automatisch zu uns. Dürfte, wenn sie hier Platz hat, dürfte das nochmal kein Problemchen sein. Inzwischen sammeln wir noch fleißig ein. So. Ein Sünd. Haha, hoho. Oh, oh, ahaha.
Okay, da kommt die Gute nicht drauf. Da kann sie machen, was sie will. Ich verstehe schon. Deshalb, Heureka, komm mal zu dir. Kannst du mir bitte schleppen helfen? Was kann ich für dich tun? Mach bitte deine Taschen auf, meine Gute. Wollen Sie Ihre Last etwas verringern? Die schaut aus. Ah, ich mag das Aussehen. So. Der Vorschlaghammer ist mir einfach zu schwer. Wenn mir der auf den großen Zeh rauffällt, ist er kaputt. Deshalb bitte ich dich. Na, das Gewehr nicht, dann bin ich wieder nackig. Bitte, ich flehe dich an, hilf mir schleppen. So. Noch irgendwas davon? Nein. Das heißt, sie kann auch den ganzen Schrott schleppen. So, ich bin echt gespannt, wie viel die jetzt tragen kann. Ich hab jetzt immer geschaut, wo es gegangen ist. Mehr Tragekapazität und so weiter. Also die müsste jetzt echt schleppen können wie ein... Weiß ich nicht was. Wie ein Edda eben. Ja. Danke, Edda. Das Gesicht ist so cool. Ah, warte, wo war jetzt da drüben? Entschuldigung. Huch. Da. Die Treppe und so. Ach, ich fühle mich so leicht. Huch. Na, komm. Dabei habe ich keine Joghurtte gegessen. Nein. Und auch kein fettarmen Käse. Bin ich hier richtig? Ja. Bin ich da? Den hatten wir schon. Da ist eine Tür, die ist kaputt. Und da ist ein Aufzügelein. So, wir müssen da nämlich rufen. Ja, dann bitte. Ich nehme gleich mal meine Waffe. Sicher, sicher. Nachladen wäre auch nicht schlecht. Hallo. Gut, dabei ist hier niemand. So. Eine kaputte Lampe. Die kann man auch immer brauchen. Nuka-Cola-Dingens, was leer ist. Wie gemein. Auf uns hat keiner gedacht. Ah, Schwammerl. Oh. Das war ein Unfall. Er war überhitzt. Genau. Er war überhitzt. Das passiert halt bei einem hitzigen Gemüt. War Kronkorkis. War viele Kronkorkis, schau mal. Die haben ordentliche Flaschen aufgemacht. Sehr gut. So, jawohl. Bis da raucht, ne? So. Das heißt, es geht hier runter, ne? Hey, Edda! Du hast es hierher geschafft. Wie cool! So, was haben wir da? Noch mehr Pilze? Eine ganze Zucht. Ich denke immer, mich hüpft gleich was von der Seite an. Naja, okay, streng gesehen. Ich glaube, er hört Edda. Einfach umgeballert. Ja, ja. Hundi! Na, Hundi? Wieso sollte ich? Alter! Hallo! Servus! Wo kommen die jetzt her? Ich habe sie verloren, Ma'am. Aber alles da, schau. Bedienung bitte. Wo ist eigentlich das Hundi hin? Piep. Wow, Alter. Da ist es ja. Hallo. Na, du Töle. Der hat aber noch recht schönes Fell gehabt, ne? Das Hundi. Beep. Brr, beep. Da ist ein Speibkübel. Klo haben wir da wieder. Ein Schwammerl auf dem Tisch. Viele Gänge. Wow. Hallo. Da. Zuerst die Küche inspizieren. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Jaja, mach doch nichts. Die finde ich auch gleich. Noch ein Tellerchen. So. Oh, der Part ist zu Ende. Mit Überlänge. Wie immer. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen.
wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!